Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Supremacy 1914. Ja, wo waren wir denn zuletzt geblieben? Es ist leider erst oder wieder Tag 10. Ich habe den Tag 9 übersprungen, weil wir nichts zu tun gab oder was Besonderes passiert ist. Zumindest in unserer näheren Umgebung. Aber was ist denn jetzt so passiert in dieser, sag ich mal, freien Zeit? Hier im Norden? Nichts. Ich versuche mittlerweile schon den Brandenburger hier hauptsächlich gegen Pommern zu hetzen. Er schickt auch immer mehr Truppen hin. Ich habe ihn jetzt auch schon mal geschrieben, so langsam musst du auch mal angreifen, denn die anderen Nationen werden auch größer. Das ist ja nicht gelogen. Die werden größer und mächtiger. Und wenn er zu lange wartet, ja, ihr wisst ja, was das ist. So, soll das klappen, dann wäre das auch kein Problem für mich, hier reinzurennen und für Posten genau dasselbe, hier reinzurennen. Und dann könnte ich ihn anschreiben und sagen, yo, greif doch an. Würde ihnen helfen. Könnte dann von hier unten noch kommen. Halt die Frage. Also, ich muss den einfach mal beenden. Obwohl, der baut auch schon eine Artillerie, das ist nicht gut. Hier. Aber viel zu spät hat er begonnen damit. Denn meine Artillerie sind in 2 Tagen um 13 Stunden fertig, während seine ein bisschen länger brauchen. Also ich muss also diese komischen Verträge, die ich gemacht habe, beenden. Das war ja sowieso am Anfang nur ein Zweckbündnis gewesen. Also ich unterteile wirklich Zweckbündnis zwischen wirklich festen Bündnissen. Also mit Beispiel in Österreich, das ist ein festes Bündnis. Ich habe gesagt, zum Beispiel mit Westfalen würde ich auch eher sagen, dass er jetzt mittlerweile ein festes ist. Aber das hat das Problem mit der Schweiz entstanden. Und natürlich muss man ja auch immer alles berücksichtigen. Die Statistik, die Position, seine Stärke, alles muss man berücksichtigen, um zu entscheiden, ob das vielleicht potenzieller ist, den man als Verbündeten nehmen kann oder nicht. Sprich auch dir das Vertrauen. Zu Westfalen, okay, Militär hat er schon so einiges verloren. Hier hat er ein bisschen aufgebaut, aber wenn ich alles zusammenlege, ja. Keine Frage, glaube ich, das Vierfache. Dann habe ich auch noch Artillerie bald. Er hat noch nicht mal im Bau, nur eine Fabrik. Das war's. Dementsprechend werde ich auch artilleriemäßig über ihn stehen. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir irgendwie vorankommen. Ich denke mal, es wird Folgendes passieren. Ich muss wahrscheinlich die Zukunft mit Westfalen das Bündnis beenden. Und meine Ausbreitung wird nordwestlich bzw. westlich werden. Also dieser Bereich wird mein Ziel wahrscheinlich in Zukunft werden. Momentan ist nur der Norden. Hier noch, sagen wir, fast verboten, aber es wird so insgesamt wahrscheinlich werden. Nordrhein mischte ich hier unten rein. Ordentlich breite ich da aus. Und ja. Ja. Da, ich glaube, die waren sogar auch mal miteinander verbündet. Also, hier ist Verrat eigentlich an Tagesordnung. Die kann man fast nicht anders machen, in meinen Augen. Zu sagen, okay, jetzt hier 3 Bündnis, das war's. Ich weiß nicht. Man kann es machen, man hat gewisse Vorteile dadurch, aber auch wieder Nachteile. Also, man muss halt letztlich auch die Spielerart von jedem auch entscheiden. Und da kann man einfach nicht sagen, deine Art ist scheiße. Also ich habe auch immer eigentlich gesagt, zum Beispiel in der Japan-Runde, dass er Chinese gemacht hat, mag ich eigentlich auch nicht. Hier ist aber der Fall, ich sind ja um einiges mehr Spieler. Hier ist ja nicht so leicht einfach zu sagen, jo, wir machen 3 Allianzen, das war's. Das habe ich ja schon ein paar Folgen davor auch schon immer wieder mal erwähnt. Egal, so, hier unten seht ihr plötzlich, ich sehe was von der Schweiz. Ja, genau über diesen Zeitraum, wo wir nichts gemacht haben, habe ich halt mit den Österreichern ein bisschen abgesprochen. Habe Westfalen auch eine Nachricht geschickt, keine Reaktion bis heute. Könnte natürlich jetzt Inaktivität bedeuten oder er ist im Real Life ein wenig sehr beschäftigt, kann auch sein. Und ich habe mich halt mit Österreicher abgesprochen und er meinte auch, also wenn wir da im Bündnis eingehen, Folgendes. Mit kalte Karte, damit wir auch sehen, was für einen Unsinn er da macht. Zweitens,
Sollte er einen von uns verraten, indem er ihn hinterhältig angreift, ist das Bündnis mit den anderen automatisch beendet. Also sprich, sollte er mich angreifen hinterhältig, dann ist das Bündnis zu Österreich, bzw. Österreichs Bündnis zu Schweiz automatisch beendet und er wird mit im Krieg gehen. Also er und ich sind da hier ganz dicke Buddies und da will ich auch bleiben. So, jetzt würde ich auch sagen, habe ich das noch das Problem ja mit Posen, dem ist er auch noch verbündet. Ich meine ja, Rüstung keine drei Allianz. Stimmt. Denn in jedem Fall würde ich so machen, wenn meine Verbündeten untereinander sich bekriegen, dann ist das dann nicht mein Problem. Außer die machen es zwischen mein Land. Das ist ein bisschen doof, wenn die auf mein Land Krieg führen. Dann wird das ein bisschen beschissen. Ansonsten muss ich mich da nicht einmischen. Zweitens, er ist auch ein guter Spieler. Und nur weil wir jetzt mit der Schweiz in Bündnis sind, heißt das nicht, dass er auch überlebt. Es kann sein, weil jetzt zum Beispiel die Engländer hier rüberkommen oder hier der Italiener da unten ist, dass er platt gemacht wird. Dass er keine Truppen mehr hat, zu schwach ist und nicht mehr uns nützt in dem Sinne. Ich hatte schon eine Runde gehabt, das war mit Japan, die Japan-Runde. Da ist zum Beispiel der Osmane ausgefallen. Da war raus. Drei Allianz war beendet in dem Sinne. Es kann ganz schnell gehen. Deswegen soll man das nicht zu verachten, dass man vielleicht noch einen vierten dazu holt. Natürlich ist dann die Frage, ja, aber wie ist es am Ende? Ja, wir wissen aber nicht, wie es am Ende ist. Wir wissen nur aktuell, wir hätten denn hier, oder ich hätte hier jetzt vier Bündnis, drei Bündnispartner, von denen ich jetzt, sag ich mal, alle fest ausgehen würde, sag ich mal. Und deswegen weiß man nicht, ob die überleben. Wer weiß, vielleicht überlebt der Österreicher gar nicht. Vielleicht greift hier Kroatien, Slowenien und hier der Italiener so massiv an, dass er keine Chance hat. Das kann passieren und die Erholung gleich null ist. Deswegen, also ich bin da noch eher offen. Deswegen. Also das war ja klar. Hannover war schon immer Zweckbündnis. Hier auch Zweck. Am Anfang wollte ich ihn erst haben, dann wurde es raus ein Zweckbündnis, dann war potenziell doch etwas Festes. Jetzt fällt er wieder eher auf momentan nur Zweckbündnis und am Ende wird ich ihn wahrscheinlich doch wie auch dennoch angreifen. Also, wenn du zugucken solltest, sorry, aber so ist das Spiel nun mal. Bündnisse kommen und gehen. Man muss ganz genau überlegen, wer hier ein gutes Vertrauen entgegenbringt. Und das ist momentan der Österreicher. Also das größte Vertrauen genießt für mich der Österreicher. So. Er hat sich hier jetzt ordentlich ausgebreitet. Und das ist natürlich ein Vorstoß, der massiv schlimm ist. Deswegen hat er ja auch uns das Bündnis angeboten, damit er seine Truppen hier abziehen kann und die wahrscheinlich hier einsetzen kann. Denn wenn die hier jetzt loslegen, der hier und der hier, wenn die jetzt loslegen würden, tja, dann würden sie erstmal hier vorstoßen, steckt schon mal ein bisschen hin, kommen sie locker durch und dann wird er hier schon zumachen. Man sieht ja schon hier Festungsstufe 3, hier 2, hier wird sogar noch eine gebaut, hier wird zu. Wahrscheinlich können sie noch hier so drüber, wenn der noch mit hat, können sie noch hier drüber gehen. Hat auch noch 7, 5 Einheiten. Ja, nur 3 nicht so gut wie tot. Da überlege ich echt, ob ich mich einfach hin. Also durch ihn marschiere und hier einfach erobere. Das ist kein Witz. Ich belege das gerade. Aber dann ist der Belgier da. Da ist dann der Belgier da. Wie viel hatten der hier? 78 und ein Panzerwagen. Ja. So, was sind so in der näheren Umgebung? Ach ja, hier Italien. Italien ist ja hier unterwegs. Jetzt frage ich mich gerade, ist er mit dem jetzt gerade im Krieg gegangen? Veneto. Nee. Ach, hier, der hier. Ja, der wird ja gerade ordentlich. Der hat gegen, jetzt muss ich gerade überlegen, Emilia Romagna, glaube ich, war das. Nee, gegen Tirol. Er hier ist gegen Tirol gerannt, hat ordentlich Schaden bekommen. Man sieht da hier, die zwei Gebiete hat er verloren.
Und Österreich nutzt natürlich die Gelegenheit. Natürlich nutzt das jetzt auch die Lombardei für diesen Schlag. Und muss ich wahrscheinlich die Gebiete holen. Österreich bisher vorgedrungen. Dies könnte jetzt, obwohl 15, 49 mit Festungsstufe 1, könnte verlustreich werden. Zumindest das Kampfsystem bis jetzt kennenlernt. So, Kroatien holt sich derweil hier den Kollegen. Jo. Die Osmanen stürmen hier ordentlich vor. Also haben die schon hier ganz Bulgarien weggeschluckt. Und jetzt müsste ein Schilderkonflikt entstehen. Interessenkonflikt. Also hier die Vereinigung unter Rumänien gegen den Osmanen. Das ist ja nicht nur der Blaue hier, das ist auch hier der hier dabei. Also die drei hier. Also es könnten noch mehr sein. Also ich denke mal hier, der hier ist wahrscheinlich auch noch dabei, hat aber nicht ihre Flagge übernommen. Na nun, was ist denn da? Ist das der hier? Nee, ist niemand anderes. Na gut. So, dass die Engländer hier rüberkommen, habe ich nur eine Vermutung. Die haben hier abgesprochen. Also gerade die zwei, ja? Warte mal. Wer bist denn du? Das ist neu. Ach, woher kommst denn du? Ach, von hier. Also ich weiß, dass er hier oben mitkämpft, das weiß ich. Und dass er hier ankommt? Wow. Das ist mein Ereignis. Jedenfalls, ich denke mal, die zwei, die ja hier unten jetzt investieren, haben mindestens mit denen und mindestens mit denen abgesprochen. Also, dass da hier schon irgendwie eine andere Allianz herrscht. Deswegen könnt ihr auch hier locker rüber. Es kann auch natürlich eine Finde sein und die rennen von oben nach unten jetzt. Das kann auch sein. Aber das müssen wir halt beobachten. Also hier wird langsam enge mit den Koalitionen. Auch hier vermute ich irgendwo eine größere Koalition. So, wenn die fertig sind, dann wollen sie ja irgendwo hin. Entweder hier in den Süden oder hier in den Norden. Wenn sie in den Norden gehen, dann ist ja noch, in meinen Augen, die zersplitterte französische Allianz. Also ich denke, wir sind der ein oder andere miteinander verbündet, aber so richtig eine große Allianz nicht. Also hier würden sie... Also ich denke mal, hier wird aufgeteilt werden. Wir stürmen hier rein, hier, hier und hier. Und Frankreich wird komplett aufgeteilt. So sieht die Front wahrscheinlich aus. Und dann lauert man sich auf. Die lauern hier komplett auf, die hier und wir hier. Und es ist echt nur eine Fragezeit, wer gegen wen als erstes vorgeht. Und die werden wahrscheinlich eher gegen uns vorgehen, weil die erwarten, dass dann von der Seite was kommt. Weil die hätten ja in dem Sinne den Rücken frei. Die hätten den Rücken frei. Entsprechend könnte da eher dahin stoßen. Deswegen. So, ich weiß nicht, was hier der da macht. Da müssen wir auch aufpassen. Nicht, dass wir wirklich hierher kommen und dann kommt die da von oben. Das wäre nicht so schön. Nun denn. Man kann jetzt sagen, aktuell haben wir hier noch den Puffer gegen die Osmanen. Ich hoffe, der Krieg, also wenn den Krieg führen, dass der lange anhält. Sehr lange. So gut. Die einzige Gefahr, die uns jetzt momentan betreffen könnte, zumindest den Schweizer und den Österreicher, wäre der Italiener. Wir können gucken, ob die erstmal zu zweit den schaffen. Ansonsten muss ich denen wahrscheinlich noch aushelfen. Also besonders den Österreicher aushelfen. Das wäre nicht so gut. So. Deswegen auch mit Posen verbündet, damit er mir hier oben eventuell noch aushelfen könnte. Ja, ihr könnt ruhig mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Oder wie ihr das jetzt zu handhaben. Also die, die jetzt von Anfang an mitgucken, wissen ja, wie mein Verlauf ist, wie sich die alles entwickelt hat. Und dementsprechend, was ihr davon eher haltet. Hättet ihr das genauso gemacht? Hättet ihr vielleicht was anderes probiert und so? Natürlich, es lässt sich leicht sagen, ja, ich nehme einfach zwei Verbündete und das war's. Ja, mein anderer Verbündeter war ja, böhm, war ja weg. Und da konnte ich überhaupt nicht aushelfen. Schlesien war auch mein Verbündeter. Aber ich wollte sowieso sein Gebiet haben. Also, es ist nicht leicht zu sagen, wer nun fester Verbündeter wird. Das ist, finde ich, eher ein in der Lauf entwickeltes Prozedere.
Dann kann ich entweder einen festen Verbündeten suchen, so wie ich mit Posen geguckt, alles klar, gute Statistik, in der Nähe, klack, erledigt. Mit Österreich hat sich das so entwickelt. Mit der Schweiz ist vielleicht genau dasselbe, dass sich jetzt entwickelt sein Bündnis. Natürlich achte ich noch drauf, so, seine Gebiete, wisst ihr? Da muss ja nichts bedeuten, dass ich den aber jetzt wirklich besiegen möchte. Ich hatte natürlich schon Anfragen hier drumherum geschickt, aber so richtig kam da nichts. Also, ich rechne da einfach die Fakten zusammen und dann sage mir, okay, alles klar. So, aber dennoch werde ich hier immer Truppen stehen lassen. Er hat hier jetzt 3, hier 45, da werde ich halt nochmal aufpassen. Das wahrscheinlich steht gegen ihn oder gegen ihn, keine Ahnung. Aber hier werde ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Und ja. Mal schauen, wie das weiterläuft. Noch irgendwas in der Nähe? Jetzt nicht so wirklich. Nö. Hier ist bisschen, also hier sehe ich noch gar nichts. Also selbst wenn ich in der Zeitung nachgeschaut habe, bisschen, so richtig kapiere ich da auch noch nicht. Genauso wie hier. Also sehe nur hier, dass er hier ordentlich diesen Kopf schluckt und das war's. Ich denke mal, er ist mit ihm noch verbündet, hier mit den hier Kollegen. Und das war's, denke ich mal. Na hier Trondheim, der kam von da drüben durch ihn hierhin, denke ich mal. Ja. Na gut. Ich hoffe, die nächsten Tage werden wieder ein bisschen spannender und auch ein bisschen mehr mit Inhalt, denn das war wirklich ein bisschen wenig in meinen Augen. Ich kann auch sagen, ja, hier baue ich auch noch bei der Fabrik aus, Artillerie werden gebaut, hier baue ich auch eine Artillerie und Fabriken halt. Hier drüben hatte ich erst Eisenbahn gebaut, jetzt, hier werden sie immer mit Wirtschaftsspionen attackiert, muss ich auch erstmal auflösen. Also habe ich da drei andere Spionen jetzt mal eingeschickt. Hier oben baue ich eine Fabrik wegen dem Holz doppel. Also auch von den Ressourcen sind wir auch sehr gut dabei. Also wir haben sogar plus Getreide. Gerade wegen den Bereichen. Hier in der Hauptstadt, auch wenn es nur eine einfache Provinz ist, hier baue ich dann noch eine Kaserne. Und gegebenenfalls, wenn hier die Moral hoch ist, kann ich hier wieder abschalten und hier die Kaserne einschalten. Denn das, ich muss gucken, Stufe 1, ja, Stufe 1, seht ihr? So, wenn das steigt, gerade 80%, wenn das so auf die 100 zugeht, was mit Eisenbahn und Festung ja gut möglich ist, dann kann ich hier ausschalten, hier anschalten und dann kriege ich schneller. Zum selben Preis, kann man sagen. Ich glaube, hier habe ich auch noch eine. Eine beschädigte brauche ich nur leicht zu reparieren, dann ist auch hier fertig. Deswegen alles so beobachten, auch hier dasselbe. Nicht. Aber hier war es. Ne, auch nicht. Ich glaube hier. Ja, hier war auch noch eine, aber das ist ja nicht jetzt so wichtig. Ich kann es auch hier lassen. Halt, es sind ein paar Kasernen bereit. Also ich kann jederzeit mal erhöhen. So ist es nicht. Ich habe ja auch jetzt guten Vorrat an Fisch. Sprich, ich kann auch massiv mal alle mal anmachen, wenn ich will. Und ordentlich mal Einheiten produzieren, wenn ich möchte. So. Das ist der aktuelle Lage hier. Und ja, wie gesagt, wenn ihr was zu sagen habt, könnt ihr das in die Kommentare reinschreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao.